Heute führen wir unser Theoriemodell fort. Es geht um die Entwicklung des Gleichgewichtsdiagramms. In einem Gleichgewichtsdiagramm ist das Gleichgewicht von YA und XA dargestellt. Es gibt eine Hilfslinie in dem Diagramm, die sogenannte 45-Grad-Linie. Auf der X-Achse ist der Stoffmengenanteil des Leichtersieders in der Flüssigkeit XA gegen den Stoffmengenanteil des Leichtersieders im Dampf YA aufgetragen. In diesem Beispiel hier könnte man für eine Zusammensetzung in der Flüssigkeit XA gleich 0,6 vergleichen mit der Zusammensetzung des Leichtersieders in der Gasphase YA. Das wäre in dem Beispiel dann 0,77. Das heißt, über der Flüssigkeit hat eine höhere Anreichung an Leichtersieder, wie das hier dargestellt ist. Es gibt verschiedene Arten von Gemischen. Wir fangen mal an mit dem ersten. Das ist ein sogenanntes engsiedendes Gemisch. Das ist dadurch gekennzeichnet, dass die Siedepunkte nah beieinander liegen. Das kommt daher, dass die Dampfzusammensetzung ähnlich der Flüssigkeitszusammensetzung ist. Wenn wir so ein Gemisch mit Destillation trennen wollen, haben wir eine schwierige Trennung, da die Anreicherung an Leichtersieder im Dampf relativ gering ist. Anders sieht es aus bei einem sogenannten weitsiedenden Gemisch, was wir hier auf der zweiten Abbildung haben. Da liegen die Siedepunkte, die weichen stark voneinander ab und die Anreicherung an Leichtersiedendem im Dampf ist hoch. So ein Gemisch kann ich mittels Destillation sehr gut trennen. Auf dem dritten Bild sieht man ein sogenanntes azeotropes Gemisch. Die Dampfzusammensetzung im azeotropen Punkt ist gleich der Flüssigkeitszusammensetzung. Wir können das Gemisch unter normalen Umständen nur bis zur azeotropen Zusammensetzung trennen. Ein Beispiel dafür, ein ganz populäres, wäre Ethanolwasser. Da ist der azeotrope Punkt bei 95,6% und ihr kennt das Ethanol aus dem Labor. Das ist meistens 95,6%ig. Es gibt allerdings auch noch spezielle Trennverfahren. Da kann man das dann auf 100% konzentrieren. Dafür braucht man dann eine Druckänderung oder Hilfsstoffe. So, wir widmen uns wieder unserem Theoriemodell und betrachten den gesättigten Zustand. Wir haben also die Dampfphase YA und die Flüssigkeitsphase XA. Und für YA galt ja, das ist der Stoffmengenanteil der leichter flüchtigen Komponente bezogen auf den Gesamtstoffmengenanteil ist. YA ist gleich NA durch N gesamt. Da wir den Gasraum betrachten, können wir auch das ideale Gasgesetz anwenden. Das hieße, für NA ist das gleich PA mal V durch R mal T, beziehungsweise für N gesamt gleich P gesamt mal V durch R mal T. Diese beiden Ausdrücke setze ich jetzt in die erste Gleichung ein und dann bekomme ich für YA gleich PA mal V durch R mal T durch P gesamt mal V durch R mal T. Das Volumen in unserem Gasraum ist ja das gleiche, das heißt, dieses V ist gleich diesem V. Wir können V kürzen. Das gleiche gilt für die Temperatur, also die Temperatur ist überall in unserem Gasraum konstant. Wir können T auch rauskürzen. R ist sowieso eine Konstante, die können wir auch rauskürzen. Und dann bleibt für YA über PA durch P gesamt. Das werden wir jetzt auf der nächsten Folie berechnen. Dieses Gleichgewichtsdiagramm gilt immer für eine Temperatur. Und jetzt nehmen wir uns zum Beispiel mal eine Temperatur von 75 Grad und suchen uns für 75 Grad die Werte für P
für Pb, also die reine Komponente schwerer Sieder, und die Pa, die reine Komponente leichter Sieder. Und haben wir hier jetzt das Px-Diagramm, das kennt ihr schon. Und Ya ist gleich Pa durch P gesamt. Das wäre für Xa gleich 0. Pa gleich 0. Und P gesamt können wir ablesen hier mit 600 Millibar. Wir tragen es mal in eine Tabelle ein. Also für Xa ist Pa 0, P gesamt gleich 600, wie eben gesehen. Das heißt, wir kriegen für Ya gleich 0 raus. Das gleiche machen wir für Xa gleich 0,2. Wir lesen hier einen Wert ab von 280 Millibar, den haben wir hier, und für P gesamt einen Wert von 750 Millibar. Ausgerechnet ist das 0,37. Diesen Punkt tragen wir hier ein. Das gleiche machen wir für 0,4, für 0,6, für 0,8. Und für Xa gleich 1 haben wir ja für Pa gleich 1300, für P gesamt gleich 1300. Das heißt, für Xa haben wir den Wert gleich 1. Abschließend interpolieren wir noch eine Linie durch die Punkte. Und das Gleichgewichtsdiagramm ist fertig, das theoretische, was wir jetzt in der Praxis nochmal überprüfen müssten.